Dass ein Elektroauto bereits aus dem Stand mächtig Drehmoment hat und man an der Ampel durchaus einen Sportwagen abziehen kann, das hat sich mittlerweile rumgesprochen. Wie aber so ein Elektroauto funktioniert und wie es aufgebaut ist, das wissen schon deutlich weniger. Wir wollen das im heutigen Video ändern und damit willkommen bei Elektrotechnik einfach erklärt. Wie ist jetzt der Antriebsstrang eines Elektroautos grundsätzlich aufgebaut? Es gibt drei Hauptkomponenten. Die sogenannte Hochvoltbatterie, die E-Maschine und den sogenannten Inverter. Um zu verstehen, welche Grundfunktion diese Komponenten haben, vergleichen wir jetzt hier ein batteriebetriebenes Elektrofahrzeug mit einem altbekannten PKW mit Verbrennungsmotor. In der Hochvoltbatterie wird die Energie für den Antrieb gespeichert. Sie entspricht beim Verbrenner also mehr oder weniger dem Diesel- bzw. Benzintank. Zwischen der Batterie und dem E-Motor sitzt der Inverter. Der wandelt den Strom für die E-Maschine um und ist gleichzeitig auch das Steuergerät für den Antrieb. Etwas Vergleichbares wie den Inverter gibt es beim Verbrenner nicht, am ehesten noch das Motorsteuergerät. Und dann haben wir noch den Elektromotor bzw. besser E-Maschine, warum gleich mehr. Die entspricht quasi dem Verbrennungsmotor, also der Komponente, die am Ende das Fahrzeug antreibt. Die Darstellung hier ist jetzt natürlich super vereinfacht. Viele Dinge wie das Getriebe oder ähnliches habe ich weggelassen. Und natürlich gibt es auch noch diverse Fahrzeugarchitekturen mit Vorderachsen, Hinterachsenantrieb, mehreren Motoren und so weiter. Aber wir wollen jetzt hier erstmal das Zusammenspiel der wichtigsten Komponenten verstehen und deshalb schauen wir uns die jetzt genauer an. Wir starten mit der Hochvoltbatterie. Besser wäre eigentlich zu sagen Hochvolt-Akkumulator, da wieder aufladbar. Aber das wird auch im Fachbereich häufig durcheinander geworfen, das heißt Hochvoltbatterie als Begriff ist vollkommen in Ordnung. Wenn wir von Hochvoltbatterie bzw. Akku sprechen, dann hat das natürlich nichts mit solchen Winz-Batterien zu tun, die ihr aus dem Alltag kennt, sondern schon eher mit so etwas hier, einem E-Bike-Akku. Den habt ihr sicherlich auch schon mal gesehen. Die Hochvoltbatterie von einem Elektroauto ist natürlich noch mal viel, viel mächtiger. Sie ist aufgrund ihrer Größe und dem Fahrzeugschwerpunkt im Unterboden des Elektroautos verbaut. Damit ihr noch ein Gefühl bekommt, wie mächtig so eine Hochvoltbatterie von einem Elektroauto ist, vergleichen wir das mal noch. So eine kleine AA-Batterie hat eine Klemmenspannung von 1,5 Volt und einen Energieinhalt von 3 Wattstunden. So ein E-Bike-Akku hat 36 Volt Ausgangsspannung und wie es hier auch schon drauf steht, 400 Wattstunden. Und eine Elektroauto-Hochvoltbatterie hat typischerweise 400 Volt Ausgangsspannung, bei Sportwegen wie dem Taycan beispielsweise auch 800 Volt und ein Energieinhalt bei Kleinwegen wie beispielsweise dem Renault Zoe von 40 Kilowattstunden bis im Bereich 80, 90 Kilowattstunden bei beispielsweise dem Tesla Model S oder auch wieder dem Porsche Taycan. Kommen wir zur zweiten Komponente, dem Elektromotor oder besser gesagt Elektromaschine. Warum Elektromaschine? Weil die Komponente nicht nur als Motor zum Antrieb wirkt, sondern je nach Fahrsituation auch als Generator. Beispielsweise beim Ausrollen oder Bremsen, beim leichten Bremsen, wirkt die E-Maschine als Generator und wandelt die Bewegungsenergie des Fahrzeugs in elektrische Energie um und speist diese zurück in die Hochvoltbatterie und erzeugt dabei Bremsmoment und bremst das Fahrzeug. Bei vielen Fahrzeugen wird der Energiefluss beim Fahren dann auch angezeigt, beim Beschleunigen, wie wir hier sehen, von der Hochvoltbatterie zur E-Maschine. Und wenn man dann ausrollt oder bremst, wie wir jetzt hier sehen, dann dreht sich der Energiefluss um und die E-Maschine geht in den Generatormodus. Diesen Vorgang nennt man Rekuperation. Der Vorteil davon, man muss weniger normal bremsen, dadurch weniger Bremsabrieb und weniger Feinstaub. Die E-Maschine wird entweder an der Hinterachse verbaut, wie hier beim ID.4 oder beispielsweise wie beim Hyundai Kona vorne an der Vorderachse. Oder bei Allradantrieb, wie beispielsweise beim Tesla Model S, der hat an der Hinterachse
und der Vorderachse jeweils eine E-Maschine. Grundsätzlich besteht eine E-Maschine aus einem feststehenden Teil, dem Stator, und einem sich drehenden Teil, dem Rotor. Durch eine geschickte Bestromung der Wicklungen des Stators wird sozusagen ein sich drehendes Magnetfeld erzeugt und dieses treibt den Rotor an. Es gibt verschiedene Typen von E-Maschinen. Bei Elektrofahrzeugen werden eigentlich ausschließlich zwei Typen eingesetzt. Die permanent erregte Synchronmaschine, kurz PSM, wird beispielsweise beim ID4 oder ID3 oder auch Hyundai Kona angesetzt. Und die ASM, die Asynchronmaschine, beispielsweise beim Mercedes EQC oder beim Audi e-tron. Dabei sind es jeweils zwei an Vorder- und Hinterachse. Und es gibt auch Mischkombinationen, beispielsweise beim Tesla Model S oder Model Y. Hier wird eine Asynchronmaschine an der Hinterachse eingesetzt und eine PSM an der Vorderachse. Der Hauptunterschied zwischen PSM und ASM liegt im Aufbau des Rotors. Wenn ihr das genau wissen wollt, dann lasst es mich in den Kommentaren wissen. Dann machen wir da mal noch ein eigenes Video dazu. Damit kommen wir zur dritten Komponente, dem Inverter, zu Deutsch Wechselrichter. Was macht jetzt der Inverter? Der Inverter löst ein Problem, das ich euch bisher unterschlagen habe. Die E-Maschine braucht nämlich dreiphasige, zeitlich versetzte Wechselspannung. Die Batterie liefert aber, wie ihr wisst, Gleichspannung. Und der Inverter wandelt jetzt diese Gleichspannung in dreiphasige Wechselspannung für die E-Maschine um. Steigen wir beim Inverter mal noch etwas tiefer ein. Das ist jetzt eher für die Techniker unter euch. Der Inverter hat zwei Eingangsanschlüsse, die werden an die Hochvoltbatterie angeschlossen, das heißt, hier liegt Gleichspannung an. Am Eingang direkt im Inneren des Inverters sitzt der sogenannte Zwischenkreiskondensator. Der Inverter muss sehr dynamisch Energie an die E-Maschine liefern und das kann die Hochvoltbatterie nicht leisten, daher gibt es diesen Zwischenkreiskondensator als Speicherelement. Zwischen Plus und Minus im Inverter sitzen immer zwei Leistungsschalter auf Halbleiterbasis, entweder Silizium-IGBTs oder Silizium-Carbid-MOSFETs. Diese Anordnung wird in der Leistungselektronik Halbbrücke genannt. Zwischen den Schalter gibt es einen Abgang, das ist die sogenannte Phase, die an die E-Maschine geführt wird. In der Regel werden dreiphasige E-Maschinen verwendet, also brauchen wir auch einen Inverter mit drei Halbbrücken, entsprechen dann auch drei Phasen. Jeder dieser Leistungsschalter wird individuell von einer Steuerungselektronik angesteuert. Und diese Ansteuerung der Leistungsschalter wird mit einer hohen Frequenz gemacht, und zwar so, dass eine dreiphasige Ausgangsspannung entsteht, die in ihrer Frequenz und Amplitude, also Spannungshöhe, immer genau die richtige Drehzahl bzw. genau das richtige Drehmoment in der E-Maschine hervorruft für die jeweilige Fahrsituation. Hier seht ihr jetzt so einen Inverter noch live und in Farbe, in dem Fall nicht vom ID4, da kommen wir an die Hinterachse nicht hin, sondern von einem Seat Leon Plug-in Hybrid. Ihr seht hier die beschriebenen Anschlüsse der Hochvoltbatterie Plus und Minus und hier die drei Ausgänge, die Phasenausgänge in Richtung der E-Maschine. Der Inverter hier hat eine Leistungsabgabe von bis zu 75 Kilowatt, also ungefähr die Power von circa 40 Föhns mit dem Bauraum eines größeren Schuhkartons und das Ganze hocheffizient mit einem Wirkungsgrad von über 95% im Optimum. Da kann man dann schon erahnen, was so ein Inverter leisten kann. Damit habt ihr jetzt einen guten Überblick über den Aufbau und die Funktionsweise von einem Elektroauto. Danke an dieser Stelle an das Autohaus Weber für die Bereitstellung des ID4s. Wenn ihr jetzt Bock auf mehr Inhalte rund um die Elektromobilität habt, die ja wirklich gerade in aller Munde ist und die auch die Mobilität der Zukunft sein wird, dann lasst es mich in den Kommentaren wissen. Für heute danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.